zu meinem neuen Video. Ich möchte euch zeigen heute, wie man den Perlenfuß benutzt. Mit diesen tollen Perlen. Ich habe ein Stückchen Seide, unsere tolle Seide, die im Shop ist, auch verlinkt. Und da möchte ich gerne mit unserem Perlenfuß diese Perlenkette dran nähen. Und die möchte ich euch zeigen. Natürlich hat jede Maschine selber eine andere Anleitung. Das heißt, ihr könnt nicht die gleiche Anleitung, die die Babylock hat, jetzt auch bei den anderen Maschinen benutzen. Ich tue die Perlen auf diese Rille rein, helfe mit einer Pinzette, dass die durchkommt für den Anfang. Und tue meine Seide oder das Objekt, was ich nähen möchte, unter den Füßchen und fange, nachdem ich die Maschine natürlich eingestellt habe, fange an zu nähen. So, dann könnt ihr nämlich sehen, die Perlen hängen an diesem Probestück, den ich gerade habe. Und jetzt fragt man sich, wofür benutzt man denn sowas? Also ich finde das sehr, sehr schön, wenn man das zum Beispiel als Bündchen nimmt. Als Abschluss von einem Ärmel. Also Entschuldigung, nicht als Bündchen, sondern als Abschluss von einem Ärmel. Man kann das natürlich auch als Dekolleté-Abschluss von einem Jumpsuit oder einem Top. So, und jetzt zeige ich noch an der Puppe, was noch eine Idee wäre. Komm mal mit. Und zwar, wenn man sich das so vorstellen kann, als Off-Shoulder. So, wenn jetzt euch das Video gefallen hat und ihr wirklich Lust habt, eure Oberlochmaschine zu entdecken, was die alles kann, könnt ihr gerne unsere Oberlochkurs Teil 2 buchen. Da gehe ich nämlich auf eure Nähmaschine ein, also das, was die Nähmaschine natürlich anbietet. Und da machen wir zusammen auch das mit den Perlen und ganz, ganz viele andere Ideen und andere Sachen. Ich denke jetzt, das war's für heute. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen, abonniere unseren YouTube-Kanal, vergiss nicht die Glocke, dann verpasst ihr auch kein anderes Video. Bis dann, ciao!